Und guten Tag. Tag 21. Wilde Bohnen. Das ist immer das Ganze. Klump. In 6 Tagen geschoren wird. Journal. Schon hat den Bau beendet. Tage. Eine Karottensamen. Presse funktioniert besser als ich dachte. Ich habe sie auch mit einer Mandel ausprobiert und lecker Milch daraus gemacht. Das musst du probieren. Nimm diese, ich mache noch eine. Juhu. Idee Presse. Tara hat die Idee ausgearbeitet. Ich weiß, dass wir mit dem Clan unglaubliche Dinge erreichen werden. Du weißt ja, wo du mich findest. Ich bin nicht sehr gut darin, Werkzeuge herzustellen. Ja, ich habe einmal eine Handaxt gemacht und Akre hat sie nachgebaut, als ich geschlafen habe. Einen Arbeitsplatz zu haben, macht den Unterschied aus. Hartholz. Okay.
Ich brauch die Axt. Okay, 180. Shit. Interessantes Werkzeug. Hier und da ein paar präzise Schläge mit dem Hammer und dann noch ein wenig Meißeln. Ja, du bist noch da. Hey, ich bin mit dem Werkzeug noch, ich komme in 2 Tagen. Es überrascht mich nicht, dass Gellert und Mana das Tierreiten zu einem Wettbewerb gemacht haben. Wack ist ein großartiger Mann. Er hat schon ein paar Streuner aufgenommen. Omi, schau dich an. Die Jugend ist ein wahrer Segen. Ja, mit Momi kann ich schon tanzen. Dieses alte Mädchen hat immer noch einiges drauf. Hier gibt es eine Menge zu sehen, nicht wahr? Vielleicht hat Wuak recht, dass meine Neugier der Grund ist, warum Fox nicht mich ausgewählt hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange bei dem Clan bleiben würde. Normalerweise wäre ich jetzt schon zu meinem nächsten Abenteuer aufgebrochen. Es fühlt sich wie Schicksal an. Ich finde einen Clan von Pachos so weit weg von unserer Heimat. Dann höre ich, dass du dem Ruf von Pacha folgst. Wie könnte ich nicht mitmachen? Wack, und du entdeckst schließlich diese Struktur im Dschungel. Ich hätte nie erwartet, dass ich so eine Aufregung erleben würde. Es war toll, dich und den Clan kennenzulernen. Ada ist wie eine zweite Mutter für mich. Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich ein Bett beanspruche. Ich will nur nicht zu lange bleiben, verstehst du? Du bist hier willkommen. Danke, es ist gut, das zu hören. Ich schätze, ich muss über eine Menge nachdenken. Aber du musst bei uns bleiben. Scheiße, das ist ein Schwein. Ah nein, da ist es. Ich bin schon voll.
bin nichts mehr schnell genug, um Fische zu fangen. Aber ich mag es immer noch, so kühle das kühle Wasser an meinen Beinen zu spüren. Bin ein Baumeister wie mein Vater. Einer war und sein Vater vor ihm. Heute upgraden. Mittlere Hütte. Ah, 3000. Tomatensaft. Was für ein erquickendes Geschenk, danke. Nock muss aufhören, mich herrisch zu nennen. Das ist ärgerlich. Es macht mich stolz zu sehen, wie gut es den Kindern unseres Clans geht. Auf meinen Reisen habe ich viele interessante Menschen kennengelernt, aber irgendwas hat mich zu Ada gezogen. Reese.
Ich mag die Farbe, danke. Als Ivan klein war, hat sie mich besucht und mit meinen Farben gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass sie diese Kreativität später in Musik umsetzen würde. Ich habe geträumt, dass ich für alle baulichen Belange des Clans zuständig bin. Eines Tages. Zuerst die Wölfe. Jetzt sollen die Jungs nicht mehr aufhören, darüber zu reden, wie süß Hasi ist. Das war eine gute Idee. Let's dance. Kann ich hier auch kochen? Hier kann ich nicht kochen. Meine Oma sagt, Kokosnüsse erinnern sie an meinen Opa. Ich will wissen warum. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, es herauszufinden. Meine Mutter hat einen Kämpfergeist wie Oka. Es ist kein Wunder, dass sie Freunde waren. Ilo ist immer um andere besorgt. Sie wird ein großartiger Heiler sein. Ich habe mein Reittier Fasti genannt. Sie ist das beste Guanaco aller Zeiten. Sesam, Kichererbsen, Kraut. Kann nichts kochen. Ich liebe es, Kleidung zu machen, aber Yuke ist ein viel besserer Designer als ich. Hat Atta dir etwas über mich erzählt? Nicht, dass es mich interessiert. Oh, der Frühling ist großartig. Es gibt so viele süße Babytiere. Mit den meisten habe ich schon geredet, ja. Anderen behalte ich für morgen.
Ich würde fast ins falsche Haus. Ja. 31'000.